Ja, herzlich willkommen. Hier ist Dietmar Friedhoff und wir machen wieder live für den Bundestag, live zur Kommunalwahl. AfD-Kandidaten stellen sich vor. Wie ich bereits erwähnt habe, lade ich immer wieder Gäste ein, die die AfD auf kommunaler Ebene vertreten. Heute zu Gast Thomas Schlick. Er tritt an für die AfD in Wolfsburg als Oberbürgermeisterkandidat. Ja, hallo. Thomas, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Dankeschön. Warum machst du das? Warum ich Oberbürgermeisterkandidat werden will? Naja, weil meine Familie schon seit vielen Generationen in Wolfsburg ist, hat also Wolfsburg quasi von der ersten Stunde an mit aufgebaut. Von den Großeltern, Eltern und jetzt meine Generation und meine Kinder sind auch in Wolfsburg groß geworden. Also ich bin da sehr verbunden mit meiner Heimatstadt. Und dann möchte man natürlich auch was positiv bewerkstelligen. Also man möchte auch was bewegen. Und auch diese Stadt in die Zukunft führen. Und ja, es gibt natürlich auch andere Kandidaten von anderen Parteien. Und da ist es natürlich wichtig, was wollen die? Und ich habe einen Gegenentwurf. Ich möchte, dass sich Wolfsburg weiterentwickelt, aber auch irgendwie seinen Charakter behält. Das ist mir ganz wichtig. Auch seine Kultur behält, seine Eigenarten. Es ist eine grüne Stadt, es ist eine gemütliche Stadt, aber es ist auch eine Weltstadt durch den Weltkonzern, der bei uns ist. Also auch weltweit vernetzt. Und da hat man viele Chancen, viele Möglichkeiten. Kann aber auch viele Sachen falsch machen. Wenn man jetzt wieder SPD wählt, wie die letzten Jahre, dann laufen einem die Finanzen aus dem Ruder. Und das ist für mich ganz wichtig, dass wir das hinkriegen, dass es vernünftig gemacht wird und unsere Stadt sich weiterhin entwickeln kann und gleichzeitig die Finanzen im Griff behält. Und deswegen möchte ich mich einbringen für meine Stadt. Thomas, stell dich vielleicht mal kurz vor. Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Kinder hast du ja schon Ja, erwähnt. ich bin verheiratet, seit mittlerweile 25 Jahren, fast. Nicht ganz, aber bald. Und habe drei Kinder. Und wir wohnen in der Stadtmitte, in so einem kleinen Häuschen. Das haben wir von der Oma übernommen mal. Und ja, es sind alles kurze Wege in eine Stadt und so. Ich kann rausgehen, bin im Wald und kann dann schön mit meinem Hund spazieren gehen, was eine sehr angenehme Sache ist. Ich habe auch einen kurzen Weg zur Arbeit. Und ja, ich von Hobbys her, da, weil ich einen Bürojob habe, brauche ich dann ein Hobby, wo ich Ausgleich habe für einen Bürojob. Ich mache ein bisschen bewegen kann, deswegen mache ich Jiu-Jitsu im Verein, mache da auch den Trainer, habe aktuell auch den zweiten Dan, also bin schon ein bisschen auch da, ich sag mal, längere Zeit schon und kann das dann mein Wissen weitergeben. Ja, und sonst, wie gesagt, ich habe schon gesagt, grüne Stadt und das muss man dann auch nutzen. Also ich gehe viel spazieren, ich gehe angeln, ich gehe ab und zu auch mal zur Jagd. Leider jetzt leider nicht so oft, weil die Politik immer größeren Raum in meinem Leben einnimmt. Und das ist manchmal spannend, das doch noch irgendwie zu vereinbaren, weil das macht auch Spaß. Thomas, warum ausgerechnet AfD? Ja, also ich bin ziemlich früh zur AfD gekommen. Ich hatte vorher schon, war vorher schon politisch interessiert. Mir überlegt, wo kannst du denn aktiv werden? Hatte kurz überlegt, in die CDU zu gehen, aber wirklich nur kurz, weil ich habe dann nach so einem Politikseminar, ich habe tatsächlich ein Seminar von der Konrad-Adenauer Stiftung gemacht und habe dann so ein bisschen auch die CDU kennengelernt in dem Rahmen. Da habe ich gedacht, nee, da kannst du eigentlich nichts mehr bewegen. Also das war so festgefahren. Und da habe ich gesagt, nee, das ist nicht deine Partei. SPD hatte gerade die Hartz-IV-Sachen durchgezogen. Und ich als Arbeiter fand das eigentlich unmöglich. Und dann habe ich eigentlich mich auf die Suche begeben. Und just in dem Moment hat sich die AfD gegründet. Also es war 2013 und ich bin dann im Mai 2013 Mitglied geworden. Da gab es noch keinen Kreisverband. Ja, ich musste das alles erst mit aufbauen. Ich wurde dann gleich in den ersten Bundestagswahlkampf reingeschickt, als musste dann Plakate bestellen, das erste Mal im Leben Flyer verteilen und alles sowas. Eine sehr spannende Phase. Ja, und was mich an der AfD gereizt hat, waren einfach so die Punkte, die auch heute noch aktuell sind. Also Beendigung der Euro-Rettungspolitik, dass die EU nicht immer mehr zu einem Zentralstaat wird, auch die Begrenzung und Steuerung von Einwanderung. Das waren alles Punkte, wo ich mich total wiedergefunden habe, die es bei den anderen Parteien nicht mehr gab. Genau. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist eine Politik, die ich vertreten kann und jetzt mittlerweile schon fast 8 Jahre dabei und viel Arbeit gemacht, aber es macht auch viel Spaß, weil wir positiv wirken. Hast gerade gesagt, Wolfsburg ist eine grüne Stadt. Ich hoffe, du meinst das in Bezug zu den Bäumen und dem Wald und nicht zur Partei. Wir wollen ja, dass Wolfsburg zukünftig noch blauer wird, denke ich. Das ist ja unser Ja, Anspruch. ganz genau. Nehmen wir mal seit 2013, wo du in die AfD eingetreten bist. Was hat sich denn so in Wolfsburg verändert? Ja, Wolfsburg hatte natürlich wie alle Städte in Deutschland das Problem der Finanzen. Also wir wissen, Bund ist
im Prinzip pleite. Das Land ist im Prinzip pleite und den Kommunen geht es ähnlich. Wolfsburg hatte bis 2015 noch relativ gute Finanzen. Also da waren auch wirklich Projekte, die man sich mal eben so leisten konnte. Ja, durch den Konzernsitz, es kamen viele Steuergelder rein. Das hat sich mit dem Dieselskandal geändert. Und seitdem muss man gucken, ja, wofür gibt man die Gelder aus? Das ist eine schwierige Sache, weil haben gleichzeitig unglaublich viele wichtige Projekte, die wir machen müssen. Also wir müssen zwei neue Feuerwehrwachen bauen, das kostet bestimmt mindestens 100 Millionen. Wir müssen Brücken sanieren, also die auch wirklich Hauptverkehrsadern sind. Ja? Wir müssen den ganzen Verkehr neu regeln. Wir wollen einen ganzen Stadtteil neu planen. Also es ist Digitalisierungsoffensive. Ja? Also ich meine, es war 20 Jahre nichts passiert, das muss aufgeholt werden, weil wir sind nun mal Konzernsitz, 125.000 Einwohner. Die haben auch den Anspruch, dann vernünftiges Glasfasernetz zu haben, ja. Und es sind also so viele Infrastrukturprojekte, wichtige Sachen. Gleichzeitig aber eben sind die Finanzen nicht mehr da. Dann kamen natürlich von außen noch die Krisen. 2015 die Einwanderung hat auch Wolfsburg vor ganz schöne Herausforderungen gestellt. Ja, und nicht zuletzt die Corona-Lockdown-Krise, sage ich jetzt mal, hat uns natürlich auch ganz gut getroffen. Also die Innenstadt, die sowieso schon ein bisschen angespannt war. Also die Einkaufssituation kennt man ja, große Ketten. Und ja, wir müssen jetzt die Innenstadt beleben und das nach diesem Lockdown. Ja? Also die Wirtschaft wieder in Fahrt bringen. Und das ist für Wolfsburg eine ganz große Herausforderung, weil die Porschestraße ist schwierig, das zu überplanen. Die Stadt ist nicht unbedingt Eigentümer von so vielen Gebäuden, sind viele Investoren auch, denen die Gebäude gehören. Ja, also es hat sich auf jeden Fall verändert durch die Krisen und wie gesagt, Dieselskandal und nicht mehr so viel Geld in der Kasse wie früher. Also das Thema hast du ja gerade aufgemacht, das Corona. Kommen gleich nochmal zu. Was Corona ja gemacht hat, Lockdown staatlich verordnet, ne? Kann zukünftig auch sein Klima-Lockdown. Ne? Wer weiß, was die sich noch alles einfallen lassen. Weil wenn man einmal die Menschen so schön an der Kandare hält, dann hält man sie ja auch so schön als Politik dran. Wir treten ja für Freiheit ein. Wir waren ja auch immer gegen den Lockdown. Wir waren zwar zum Schutz von Personengruppen, aber nicht bei diesem Wahnsinn, was hier passiert ist. Man hat ja oft das Gefühl, dass die Wirtschaft oder dass die Regierung bewusst die Wirtschaft vor die Wand fahren will. Du arbeitest ja, glaube ich, auch beim Autohersteller, wenn ich mich so recht erinnere. Auch da sehen wir gerade einen Wandel hin zur Elektromobilität vermutlich, der wir ja sehr kritisch gegenüberstehen, weil wir eben mal das Ganze betrachten. Aber kommen wir nochmal zurück zu Corona. Corona war ja für uns ein ganz einschneidendes Ergebnis oder Erlebnis, Bezug zu Einschränkung von Meinungsfreiheit und so weiter. Wie hast du das wahrgenommen in Wolfsburg? Es war sehr, sehr widersprüchlich. Am Anfang waren wir eigentlich die Warner. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe noch einen Antrag gestellt, dass wir 2 Wochen eher in die Sommerferien gehen mit den Schulen, in die Osterferien, Entschuldigung, in die Osterferien. Und ja, weil wir nicht wussten, was kommt da. Ja, man hat Berichte gehört Anfang des Jahres aus China. Man wusste nicht, was kommt da auf uns zu. Wo die Bundesregierung noch gesagt hat, naja, das ist nichts. Ne? Da waren wir eigentlich die, die sich gut vorbereitet hatten, die auch gewarnt haben und die eigentlich sehr viel vorsichtiger waren als die Bundesregierung. Das hat sich dann komischerweise gedreht. Und das war auch in Wolfsburg so. Also plötzlich haben wir gesehen, na gut, die Berichte konnte man dann ein bisschen wieder relativieren. Man hat gesehen, es ist nicht die Pest und Cholera, die da auf uns zukommt. Es ist ein Risiko für Ältere und für Vorerkrankte. Ja, und die Regierungsparteien haben also so wie wir praktisch unsere Warnung abgeschwächt haben, gesagt, geht damit vernünftig um, verantwortungsvoll und schränkt die Freiheitsübergebühr ein. So haben die anderen praktisch angezogen. Und in Wolfsburg haben wir dann auch Allgemeinverfügung gehabt, die nochmal einen Tuck drüber ging, Maskenpflicht zum Beispiel als Thema. Die ging nochmal über die Landesregelung hinaus. Ja, und dann dieser Alarmismus im Prinzip, der blieb erhalten, der bleibt auch bis heute erhalten. Und alle guten Argumente, die wir bringen, in allen möglichen Ausschüssen und so, werden abgeschmettert. Teilweise will man da nicht mal mehr drüber diskutieren. Ne? Also wir haben es versucht, wir haben Anträge gestellt, auf die Tagesordnung zu kommen. Das wurde nicht gewollt. Sagen wir es ganz ehrlich, es wurde nicht gewollt. Und auch, ob der PCR-Test nun wirklich das alleinige Merkmal ist, um diese Pandemie in den Griff zu kriegen, haben wir das diskutieren wollen mit den anderen. Auch ob Kinder besonders gefährdet sind, aus unserer Sicht nein. Ne? Also da muss man einfach Kosten, Risiken und Nutzen der Impfung, genau wie die STIKO das auch empfiehlt, gegenüberstellen. Man trifft nicht auf offene Ohren. Also es ist wirklich, und wir sind an dem Punkt leider immer noch. Ja, ich erwarte auch, dass es jetzt im Herbst wieder anzieht und wir dann keine neuen Konzepte haben, sondern derselbe
ich sag mal, dieselbe Politik weitergeführt wird, um nicht zu sagen, derselbe Mist, ne? Ja, und das waren auch so Sachen, die total unverständlich waren, ja. Masken in der frischen Luft. Ich habe gesagt, es gibt keine Untersuchung, die das notwendig machen, ja. Oder Freibäder, ne? Ja, also da wurden Wiesen abgesperrt, völlig unsinnig, ne? Und nur so und so viele Leute ins Freibad gelassen. Heute wissen wir eigentlich, das hätte man jederzeit aufmachen können, ne? Ja. Ja. Ich hoffe immer noch, dass die Verantwortlichen da umdenken. Aber vielleicht muss man auch die Verantwortlichen dann austauschen. Die Möglichkeit haben wir jetzt. Wir haben jetzt Und genau. ich würde damit anders umgehen. Ich würde wirklich, und das habe ich von Anfang an gesagt, die Risikogruppen schützen. Wir haben gerade in Wolfsburg den Fall gehabt, dass in einem Pflegeheim ganz viele Leute gestorben sind, weil wir sie nicht richtig schützen konnten. Weil auch Ärzte nicht mehr reingehen wollten, sich unsicher waren, wie sie mit der Situation umgehen. Ja, also das darf nicht wieder passieren. Wir müssen die alten Vorerkrankten schützen. Die haben auch jetzt die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, wenn sie das denn möchten. Und ich denke, da muss man anfassen und nicht die Kinder jetzt drangsalieren und Ja. alle irgendwie zu einer Impfung zu Also der Staat zeigt ja gerade, dass er mit Angst nötigen. regiert. Nicht mit Vernunft, nicht mit Strategie, sondern Ja. eben mit Hysterie und mit Angst. Und das ist ein ganz schlechtes Mittel, ganz schlechte Politik. Und da leidet ja auch immer Demokratie darunter. Weil das hat ja immer was mit Notfallverordnungen zu Ja. tun, was wir erlebt haben, wo die AfD die erste und auch immer noch die einzige Partei wohl ist, die für die Bürgerinnen und Bürger auf die Straße gegangen ist, um für die Ja. Freiheitsrechte zu kämpfen. Ja. Weil Freiheitsrechte wegnehmen kann man schnell, aber sie wiederzubekommen, das ist natürlich eine ganz, ja, ein hoher Aufwand. Ne? Hast du gerade gesagt, dass zu den Kindern, wir als AfD sind ja gegen die Maskenpflicht in Schulen, wir sind ja auch gegen Impfzwang. Jeder, der sich impfen lassen möchte, soll das tun, aber es darf keinen Impfzwang geben, auch nicht durch die Hintertür. Aber was wir erleben, ist ja schon, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst. Also erstmal gab es ja Corona und dann sollten ja alle impfen. Und dann sind auch viele gegangen, dann hat es nachgelassen und plötzlich kamen ja Mutanten, alles ganz gefährlich. Und ich finde ganz interessant, dass es ja plötzlich eine Delta-Variante gibt, die ja witzigerweise, oder eben nicht witzigerweise, die ja gerade Jugendlichen gefallen soll. Ne? Also impft euch alle. Ne? Also oft denke ich, hier wird, denke ich, ja, ein sehr schlechter Film gerade gedreht. Man merkt auch, das ist schon gewollt, was sie da gerade machen. Ja, Wo wir, also ne? das denke ich auch. Also ich glaube nicht, dass das ein Versehen ist, sondern das macht man ganz gezielt. Genau. Also jetzt die neuesten Regelungen mit den Einreisebeschränkungen. Man muss sich das mal vorstellen. Heiko Maas hat sich am 1.7. hingestellt und hat die Reisewarnung aufgehoben. Genau. So 4 Wochen später stellt er sich hin und macht, alle müssen einen Test zeigen und darf keiner mehr einreisen und ohne Test. Also in diesen 4 Wochen hat man sich mal eben wieder umentschieden. Die Leute, die inzwischen aber auf die Bundesregierung vertraut haben, die diese Genau. Reisewarnungen waren ja aufgehoben, es gibt keine Hochinzidenzgebiete mehr in Europa, die hängen jetzt da und die kriegen auch keine Antworten auf ihre Fragen. Was passiert denn jetzt? Wie komme ich jetzt nach Genau. Hause? Wer bezahlt denn das alles und so? Die müssen sich tatsächlich beim ADAC oder so informieren, weil die Bundesregierung diese Nicht Antwort nicht gut. gibt. Ja? Und dann finde ich es auch schade, wo wir über Freiheit reden, dass die Menschen untereinander sich auch so einen Stress machen. Ja? Also wenn ich die Kommentare in den sozialen Netzwerken lese, da wird ja gesagt, er war schuld, was fahrt ihr auch in Ja, genau. Urlaub und so, ja. Da schwingt ganz viel Neid mit, sicherlich. Ja. Aber es ist auch so eine Obrigkeitshörigkeit, ja, so nach dem Motto, bleibt doch zu Hause, setzt euch doch hin und wartet diese Pandemie ab. Ja, wie lange sollen die Leute warten? Jahrelang. Ich stelle mir auch Leute vor, die jetzt vielleicht ein Jahr lang im Dauerstress in der Pflege Ja. waren. Die müssen vielleicht einen Kopf frei kriegen. Die wollen mal vielleicht eine Woche in Urlaub fahren, um mal wieder Kraft zu tanken. Und die werden jetzt hingestellt, als ob sie Staatsfeinde wären, ja. Oder Familien, die im Lockdown über ein Jahr eingesperrt waren mit den Kindern. Bei mir geht das noch. Ich habe einen kleinen Garten, ne? Aber was machen die Leute in so einer Drei-Zimmer-Wohnung, die ein Jahr mit der Familie eingesperrt waren? Die müssen raus, um für ihre psychische Gesundheit auch mal wieder was zu tun. Und die Leute jetzt so hinzustellen, als wenn sie praktisch uns alle in Gefahr bringen. Das Wahnsinn. Gegenteil ist eigentlich die Gefahr. Weil Geimpfte können ja trotzdem noch Virusträger Genau. sein. Geimpfte brauchen aber nicht sich testen lassen bei Einreise. Die brauchen sich auch nicht testen, wenn sie zum Konzert gehen oder zum Schwimmen oder sonst wo. Das heißt, die Gefahr in Zukunft geht jetzt eigentlich von den Geimpften aus, weil keiner sie mehr testet, keiner mehr guckt. Ja, also diese Regierung, wenn sie denn wirklich das Virus mit Tests eindämmen will, dann macht die ja total verrückte Vorgaben, total verrückte Regelungen, die ja gar nicht wirken können, weil man einen ganzen Bereich der Geimpften jetzt herausnimmt. Das kann man nur machen, wenn man die Leute zu Tests bringen will. Wenn Genau. man auch die Tests dann nicht mehr kostenlos macht, und, also bezahlen lässt von den Bürgern, das ist doch auch wieder nur, damit die Leute sagen, na gut, dann lasse ich mich Lass jetzt ich impfen. sein.
Ja, dieser Weil das Druck nicht war, wird die fahren nicht immer wohin und mehr deswegen. erhöht Ja, klar. und er fällt halt auch in den sozialen Medien, auch bei den normalen Bürgern leider auf fruchtbaren Boden, die Genau. sich dann gegenseitig parken. Das ist eine schlechte Entwicklung aus meiner Sicht. Also, wenn du das jetzt nochmal auf Wolfsburg reflektierst, wenn du Oberbürgermeister wärst, was würdest du als erstes tun? Jetzt Gerade, was, Corona-bezogen, genau. ne? Ja, also ich habe immer gesagt, die Risikogruppen schützen. Das ist schnell gesagt, aber was heißt das eigentlich? Also wir müssen die Pfleger auch unterstützen, die sollen für mehr Hygiene sorgen, aber wie sollen die das machen, wenn die zu zweit eine ganze Station machen? Ne? Also dazu gehört jetzt einfach das Desinfizieren von Flächen, ja, zum Beispiel. Oder, ja, weiß ich nicht, also dass man vielleicht die Bestecke, die Geschirre und alles sowas, dass man das gründlich reinigt, damit das sich nicht durchträgt. Ja, dafür brauche ich natürlich Personal. Und das Personal ist ja sowieso schon am Ende gewesen. Also ich Genau. weiß, wovon ich rede. Ich hatte selber Angehörige in der Pflege, also die dort gearbeitet haben, jahrzehntelang. Und wir haben uns oft unterhalten, dass die da am Limit gearbeitet haben. Immer noch tun, ne? Immer noch tun. Sie Ja, wurden ja beklatscht im Bundestag, aber so ja, richtig was passiert ist ja. nicht, ne? Genau. Nee, es Genau. ist es. Ja, und dann war das Allheilmittel, die Leute zu isolieren, von ihren Angehörigen zu isolieren. Ich habe ganz furchtbare Berichte gehört, wo dann welche gesagt haben: Ich habe jeden Tag meine Mutter besucht und die fragte dauernd nach mir. Und jetzt seit einem halben Jahr darf ich sie nicht mehr besuchen. Die wollte ihren Apfel mitbringen, durfte ihr keinen Apfel in die Hand drücken. Ne? Ja, also völlig hilflose Versuche, das irgendwie einzudämmen, und man hat da total dran versagt. Also man muss die Risiko schützen mit mehr Hygiene, mehr Personal. Und ja, wenn da Leute fehlen, da wäre mal eine Möglichkeit, dass die Bundeswehr, der Katastrophenschutz und so, weil da ist wirklich Handlungsbedarf. Genau. Und natürlich, warum sollen die Leute sich Masken kaufen, wenn sie Rentner sind oder so? Der Lockdown kostet und so viel. Stattdessen könnte man, ich sag mal, alle möglichen Hilfsmittel von Masken über Desinfektionsmittel, über Einmalhandschuhe oder was man so braucht, den Leuten 70 kostenlos zur Verfügung stellen. Da wirkt es, da bringt es was. Die Kinder merken das Virus kaum. Das sind wirklich Einzelfälle, eins von einer Million, die davon wirklich existenziell bedroht sind von dem Virus. Da brauche ich mir nicht so einen Kopf machen, jetzt überall Lüfter hinzustellen. Abgesehen davon, wer baut die in der kurzen Zeit? Wer bezahlt das alles für jede Klasse in Deutschland? Ne? Darauf kann ich verzichten. Ja? Also vernünftige Hygiene auch in den Genau. Schulen. Lüften in der Pause, wie sich das gehört, vernünftig. Und ansonsten, ja, die Kontaktnachverfolgung ist auch so eine Lüge, sage ich mal, weil man telefoniert eigentlich positiv Geimpften, aber gesunden Leuten hinterher. Das bindet unheimlich Ressourcen. Ich habe das tausendmal gesagt, lasst es doch sein. Guckt doch, wer krank wird, wer mit Symptomen ankommt. Und da müsst ihr gucken. Genau. Ja? Und nicht da, dass da 20 Leute gesunden Leuten hinterher telefonieren und die aber nie ein gesundheitliches Problem damit kriegen. Also das sind so Sachen, die ich abstellen würde, wo ich die Ressourcen umsteuern würde und dann wirklich die Risikogruppen zu schützen. Ja, und für Wolfsburg kann man auch sagen, wir sind internationaler Konzernsitz. Und dadurch sind wir natürlich mit allen möglichen Städten in der Welt vernetzt. Natürlich kommen dann auch Reisende rein und die haben dann auch Fragen. Also ich muss dann auch wirklich die Infrastruktur bereitstellen, dass die Leute wissen, was erwartet sie bei einer Wiedereinreise. Ja, wir haben auch viele Fachkräfte aus dem Ausland, die bei uns arbeiten, die ihre Familien besuchen. Die haben die vielleicht ein Jahr nicht gesehen, nutzen die Ferien, um Ja, ihre klar. Familien zu besuchen. Und da muss man ein gutes Management haben, dass wenn die zurückkommen, dass die Leute auch wissen, an wen sie sich wenden müssen. Ja, ich muss den Leuten einfach diese Antworten geben, die sie brauchen, damit sie damit vernünftig umgehen können. Was du gerade dargestellt hast, Corona, wir sagen mal Corona-Hysterie oder Corona-Wahn, und wir erleben ja gerade in den Hochwassergebieten, die zu spät gemeldet worden sind, weil die Rettungs- und diese Warnkette gar nicht funktioniert hat. Also ich stelle gerade fest, dass in diesen Katastrophenszenarien die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr leistungsfähig ist. Sie kann es nicht mehr. Das heißt, das politische System, was du auch gerade gesagt hat eigentlich das System Bundesrepublik Deutschland komplett an die Wand gefahren. Deutschland ist zu nichts mehr in der Lage. Das war damals, Corona kam, wir hatten ja nicht mal Masken. Das heißt, wir mussten alles aus China und Und dann noch die falschen. Als wir dann hatten, waren es die genau, waren sie falschen. falsch. Ne? Und wenn wir die Landwirte nicht hätten, auch von der Seite nochmal einen lieben, lieben Gruß an alle Landwirte, die vor Ort helfen, an den THW, an die Feuerwehren, an alle Rettungskräfte. Aber auch das zeigt ja, dass wir auch nicht mehr sparen dürfen bei THW und bei Feuerwehr, dass wir auch die jungen Leute wieder viel mehr motivieren müssen, für ein Gemeinwohl anzutreten. Und das ist ja auch das, was Politik leisten muss. Und ich gucke,
wie viele Feuerwehren Nachwuchsprobleme haben und sowas, weil viele junge Leute gar keine Berührungspunkte mehr zum Staat haben. Ne? Ich glaube, das ist ja auch eine große Aufgabe. Du bist ja auch jetzt Mitglied im Stadtrat, Ja. genau. Und ich will dir gerade kurz was sagen und dann frage ich mal, ob das bei euch auch so ist. Bei der Hochwasserkatastrophe und wo offensichtlich war, dass Deutschland nicht mehr leistungsfähig ist und dass in dieser Warnkette alles schiefgelaufen ist, hat die AfD-Bundestagsfraktion beim Bundestagspräsidenten einen Antrag gestellt für die Sondersitzung des Plenums. Weil das kann man ja so nicht stehen lassen, das muss man sofort und zwar zeitnah aufklären. Dieser Antrag ist von allen Parteien, auch von der FDP, abgelehnt worden. Bericht darüber in der Presse, liebe Presse, null. Die AfD, da wurde gar nicht drüber berichtet. Naja, AfD will Sondersitzung haben. Jetzt stellt die FDP den gleichen Antrag. Ja, also nachdem sie unseren abgelehnt hat, sind wir mal gespannt, was jetzt passiert. Aber darüber berichtet die Presse. Ne? Nimmst du das auch wahr, jetzt bei dir im Stadtrat, dass praktisch von uns alles niedergebügelt wird und plötzlich es irgendwo doch wieder auftaucht und dann alle es feiern, oder? Also, das war von Anfang an so und hat mich auch sehr geärgert, muss ich sagen. Ich fand es auch traurig eigentlich, weil da waren auch Anträge dabei, die wirklich gut waren. Also, wo wir dann zum Beispiel einen Spielplatz beantragt haben für Behinderte, also einen behindertengerechten Spielplatz. Da wurde dann gesagt, ja, wir wollen die Behinderten separieren und was da alles für ein Blödsinn kam. Ja. Wir haben gesagt, nein, wir wollen einfach für diese Zielgruppe einen Spielplatz so machen, dass sie da einen höheren Spielwert haben. Ne. Ihr könnt überall behindertengerechte Sachen mit einbauen auf den anderen Spielplätzen. Aber mal ein Hotspot, sage ich mal, Genau. wo sich die Mütter mit ihren behinderten Kindern treffen können, wo die dann auch mehr wie ein Spielgerät benutzen können und so. Ne. Das wurde abgelehnt, ja. Und ja, einfach, weil man die AfD praktisch so bloßstellen wollte und das nicht zustimmen wollte. Wir haben einen anderen Antrag gehabt, da ging es um Igelschutz. Wir wollten, dass diese Mähroboter nachts nicht mehr fahren dürfen. Ne? Einfach über die Satzung der Stadt Wolfsburg könnte man das im Rahmen des Lärmschutzes und so sagen, da, abends müssen die nicht abgeschaltet werden, wenn die Igel unterwegs sind, dass die Mähroboter da nicht rüberfahren. Wurde abgelehnt. Also wie kann man so eine Anträge ablehnen, wo es wirklich überhaupt nicht um Parteipolitik geht, ja? Sondern wo es wirklich ja, Sachthemen geht, sage ich mal, wo es keine vernünftigen Gründe mehr gibt, das eigentlich abzulehnen, außer die Parteitaktik. Und das haben wir nie gemacht. Also wir haben Anträge zugestimmt von CDU, SPD, Linke, Grüne, Piraten, das war uns ganz egal. Wenn das gute Ideen Genau. waren, dann bleiben das gute Ideen, auch wenn es vielleicht von den falschen Leuten kommt. Ja, deswegen ist es keine schlechte Idee. Und so haben wir uns die ganzen 5 Jahre verhalten. Und ich würde mir das wünschen, dass die anderen das auch mal machen, dass es denen um die Sache geht. Ja, weil wenn ich so eine Dinger reinbringe und dann, es ist ja noch gut, wenn sie dann seine eigenen Anträge schreiben. Das ist ja immerhin, wird das Thema getrieben, ja. Aber bei uns sind die manchmal wirklich, man muss es leider sagen, zu blöde, ne? Dann eigene Initiativen zu starten. Das heißt, die Sachen bleiben einfach liegen, werden einfach gar nicht gelöst. Ja, nur weil man dem Antrag der AfD nicht stattgeben wollte, sich vielleicht auch keine Blöße geben will, das dann später selber zu beantragen. Also das ist ein ganz schlechter Umgang. Und natürlich haben wir auch was bewirkt, so ist es nicht. Also selbst wenn unsere Anträge abgelehnt werden, können wir unser Anliegen vorbringen. Die Argumente werden gehört. Wir sind in allen Ausschüssen Genau. stimmberechtigt. Das heißt, wir können mitentscheiden. Und wie gesagt, unsere Anliegen werden auch gehört, die müssen gehört. Auch wenn sie dann vielleicht dagegen wären. Das wollen unsere Wähler aber auch. Die haben uns gewählt, damit wir die Themen so auch vorbringen. Und das ist wichtig. Und dann hat man auch mal Diskussionen außerhalb, so nebenbei am Rande, in Workshops, die jetzt nicht öffentlich sind. Da kommt man plötzlich dann auch mit dem einen oder anderen Politiker Ins Gespräch. gut, ja, gut zusammen, gut ins Gespräch. Vielleicht bewegt man darüber auch was. Ja, und das ist so der Weg, den wir die 4 Jahre gegangen sind. Also man kann nicht sagen, dass wir da nichts bewirkt haben. Wir haben schon was gemacht. Wir haben auch Ideen geliefert und uns an den Diskussionen beteiligt und vor allen Dingen unsere Sicht reingebracht. Das ist ja auch was, was der Bürger wieder aufgreifen kann und dann nochmal zu seinem SPD- oder CDU-Abgeordneten gehen kann und sagen kann, die haben das und das beantragt. Was sagst du denn dazu? Und dann muss man sich zumindest mal positionieren. Das ist schon mal ein Fortschritt. Also ich möchte gar nicht dran denken, was passiert wäre, wenn 2017 der AfD nicht in den Bundestag gekommen wäre. Ja. Also ich glaube, es war ganz gut und ich glaube, wir haben schon vieles verhindert, was ja dann ganz in die falsche Richtung gelaufen wäre. Aber was du gerade gesagt hast, ist ganz interessant mit diesem Behindertenspielplatz. Also wir wissen, und das weiß auch jedes Elternteil, was ein behindertes Kind hat, Inklusion in Deutschland ist krachend gescheitert. Inklusion funktioniert nicht. Sehe ich genauso. Weder für die Kinder, die
ich sage jetzt mal normal, in diesen normalen Klassen sind oder in diesen Sonderschulklassen, wo andere Betreuung stattfindet. Was diese Partei geschafft hat, ist eigentlich wieder einen hohen, hohen Schaden diesen Kindern zuzufügen. Ne? Jetzt auch dieser Corona-Lockdown, verschenktes Schuljahr für alle, angstgetriebene Kinder mit Lern- und Angststörungen und so weiter. Aber da merken wir, Inklusion ist gescheitert, weiß jeder. Es ist aber linksgrün gewollt. Ja, ist Es gehört ideologisch zu gesetzt. genau Ja. ideologisch gesetzt. Also muss das durchgezogen werden. Genau. Wenn du dagegen bist, bist du gleich sofort wieder ein Rechter oder ein Ja, dann Spaltner würde oder man die ne? Gesellschaft spalten Genau. wollen, sie separieren wollen, wobei das da bei der Inklusion gar nicht darum geht. Es geht darum, dass die maximale Förderung für sich Genau, bekommen. richtig. Und wenn dafür Förderschulen gut ausgestattet gebraucht werden, muss ich auch die Mittel dafür hergeben können. Ne? Wenn ich jetzt natürlich den ideologischen Ansatz habe, die müssen auf jede normale Schule gehen, damit die alle zusammen sind, ja, ist das natürlich ein ideologischer Ansatz, der kann funktionieren, aber wir sehen, es Er funktioniert halt funktioniert nicht, nicht, genau. ja, weil es nicht gut gemacht wird, weil die gar nicht die Mittel haben, die Zeit haben, sich um die zu kümmern. Die brauchen halt vielleicht eine bessere Versorgung, Förderung, die sie dort auf den normalen Schulen nicht kriegen. Und dann schadet es ja dann den Gruppen. Und dann kann ich doch eine Politik nicht durchziehen, die den Leuten schadet, nur weil ich das ideologisch so will. Das ist wirklichkeitsfremd. Ja, das wird der Sache, den Gruppen auch nicht gerecht. Und dass man das dann so hinstellt, ist so der letzte Abwehrkampf. Ja, wenn man die Diskussion verloren hat, ne, dann kommt man halt mit solchen Argumenten wie separieren oder Genau. sowas. Ne? Also Energiewende gescheitert, Lernwende gescheitert, Infrastrukturwende gescheitert. Also wenn man wirklich über blühende Landschaften spricht oder von einem Land, in dem wir so gut und gerne leben, kann ich sagen, diese Kanzler und Kanzlerin, gerade vor allen Dingen, hat dieses Land wirklich vor die Wand gefahren. Ja, Aber sie und hat es nicht allein gemacht. Auf allen Ebenen sitzen auf Leute, allen Ebenen, ja die das klar, auf immer allen Ebenen. schön mitgetragen haben. Genau. Das darf man nicht vergessen, weil sich manche wahrscheinlich dann irgendwann mal versuchen werden, Nee, rauszureden. nee. Und mir ist schon wichtig, dass die Leute dann auch die Verantwortung bei sich spüren und sagen, ja, ich habe den Kurs auch mitgetragen. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange sie dazu dann noch stehen werden. Also was ich leider immer wieder feststelle, wir brauchen ja, also wir sind ja für direkte Beteiligung der Menschen an Wahlen, viel mehr Bürgerbeteiligung, aber dafür brauchen wir auch viel mehr politisch interessierte Bürger. Bürger, die auch mal kritisch sind, auch mal eine Meinung haben. Und ich stelle leider Gottes immer fest, dass viele Menschen in diesem Land mittlerweile sehr gleichgültig sind. Ne? Die wählen seit Jahren immer das Gleiche, wollen sich gar nicht verändern, sagen, ja, wen soll ich denn wählen? Und regen sich dann aber wieder 4 Jahre auf über alles, was nicht läuft. Und ich glaube, was wir jetzt machen müssen bei diesem Wahlkampf, ist, den Mut der Menschen anzusprechen für eine politische Wende, für eine politische Veränderung. Oder wie siehst du das? Das ist so ein bisschen schizophren in Deutschland, ja. Es kommt sehr stark darauf an, wofür ich mich einsetze. Ne? Also gehe ich für Fridays for Futures auf die Straße, das machen ja viele Kinder und Jugendliche, aber auch natürlich ganz viele Erwachsene, die das treiben wollen. Dann ist das positiv gesetzt in den Medien auch, bei unseren politischen Gegnern auch. Und ist erwünscht. Gehe ich aber als, ich sage jetzt mal, Querdenker auf die Straße oder ich gehe für meine Freiheitsrechte oder ich gehe gegen Abtreibung auf die Straße, dann ist das plötzlich negativ konnotiert. Dann muss das mit allen Mitteln irgendwie schlecht geredet werden und so. Also man soll sich beteiligen, das sagen auch immer alle, aber wehe, man beteiligt sich nicht so, wie das die etablierten Parteien für richtig empfinden. Dann hört diese Forderung ganz schnell auf. Es gibt aber ganz viele Jugendliche, die eben nicht bei Fridays for Futures mitlaufen, sondern die denen Familie wichtig ist, Genau. denen konservative Werte wichtig sind. Wir haben ja auch viele Wähler unter den jungen Leuten, das darf man ja nicht vergessen. Es sind nicht alle so, die dann plötzlich vegan werden wollen oder sowas, ne? Sondern es gibt auch viele, die wollen vielleicht ein Handwerk lernen und sind vielleicht in Vereinen aktiv, die mehr traditionell sind. Ja, und die trauen sich schon gar nicht mehr, so das zu sagen. Ja, man kommt, wird ja schnell in die Ecke gestellt, alter weißer Mann und so. Ja, und das ist nicht in Ordnung. Die Entwicklung ist schade. Und das geht nur, wir können das nur aufbrechen, indem sich einfach ganz viele Bürger, ich sag mal, ein Ei drauf pellen, was die Medien oder was irgendwelche Parteien dazu sagen, sondern sich für ihre Ziele einsetzen. Je mehr Leute sich einsetzen, einbringen, desto Genau, besser ist richtig. es. Und dann bricht man das auch auf, weil es ist nicht so, dass jemand dass ich mal, dafür unterschreiben muss, das ist gut und das darfst du. Ich brauche da niemanden fragen. Wenn ich Ziele habe, politische Ziele, egal welche, kann ich mich dafür stark machen. Und das müssen eben die Bürger auch tun. Ja? Wenn sie das nicht tun, zu Hause sitzen bleiben, aus Genau. Angst vielleicht oder aus Bequemlichkeit oder weil sie denken, naja, ich habe ja noch was zu verlieren, ne?
Dann wird sich nichts ändern. Nichts ändern. Dann werden nämlich nur die Leute auf die Straße gehen, die das System, sag ich mal, die Regierungsparteien, so gerne sehen. Deswegen sagen wir Ja. auch, ändere nicht deine Meinung, ändere die Politik. Ganz genau, das ist wichtig. Aber was du gerade gesagt hast, an dieser Stelle mal ein Gruß an Nena. Ah ja. Ne? Nena, die ist übrigens in der gleichen Stadt geboren wie ich, ne? Ungefähr 5 Kilometer entfernt. Die hat Eier gehabt, ne? Die hat keins gepellt, die hat eins gehabt. Und zwar war sie auch im Konzert und da waren ihre Fans ja in so Gattern, hat sie immer gesagt, reicht, jetzt kommt alle nach vorne, lasst uns wieder feiern. Und das ist dann wieder von den Medien komplett zerrissen. Wie kann sie das denn tun? Viele Konzertveranstaltungen, die Konzerte mit Nena abgesagt. Zeitgleich lief aber die große Lesben, Schwul, Gay, Bisexuell, Transsexuelle Parade in Berlin, Regenbogenparade. Und es hat keinen interessiert, was die machen. Die waren eng aneinander, ineinander, aufeinander, mit Masken, ohne Masken. Es hat keiner, keiner hat gesagt, das funktioniert nicht. Und das ist genau das, was du gesagt hast, dass es hier anscheinend zwei Sichtweisen gibt. Ja, die gute Demo, die gegen rechts ist, und die anderen Demos, die rechts sind. Und plötzlich die ganz schlimmen Demos sind. Und da haben wir auch Szenen gesehen, sage ich mal, auch von Polizisten, die weit über die Grenze hinausgeschossen sind, wo ich sage, das hat ja mit Freiheit und Wertung von Grundrecht, Demokratie auch nichts mehr zu tun. Also ich spreche dir mal ganz gerne von einem übergriffigen Staat. Ne? Und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass wir uns als AfD wirklich positionieren, weil aus meiner Sicht sind wir die letzten Kämpfer für die Demokratie und für die Grundrechte und für die Freiheit in Deutschland. Also da finde ich auch, muss man auch mal unsere politischen Leitlinien der AfD mal wieder, ich sag mal, so ein bisschen mehr ansprechen, weil das oft in Vergessenheit gerät. Man spricht immer von Wahlprogrammen, aber wichtig ist ja eigentlich die Grundsätze, auf die man sich mal geeinigt hat. Unsere politischen Leitlinien, unser Genau. Grundsatzprogramm. Und daraus abgeleitet sind ja dann die einzelnen Wahlprogramme der Länder und der Bundestagswahlen und so. Unsere Leitlinien sind wirklich super. Ich habe die damals ja mitbestimmt. Ich habe auch diese Online-Abstimmung mitgemacht zum Grundsatzprogramm und. Und da steht ja ganz klar drin: freie Bürger, keine Untertanen. Genau. Ja, und das ist es nämlich. Der Staat ist für die Bürger da und nicht umgekehrt. Richtig. Ja, und die Leute haben auch eine Selbstverantwortung für ihr Leben. Sie haben das Recht, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sie sollen selber entscheiden, ob sie in der Box sitzen wollen bei Nena. Ja. Oder ob sie sich in den CSD und damit in die Masse mischen wollen. Das ist den Leuten selbst überlassen. Ich sage nicht, dass die Schwulen- und Lesbenverbände nicht demonstrieren sollen. Sollen sie machen. Ne? Aber Ich dann finde, unter das den ist. gleichen Ja, Voraussetzungen. Ne? aber dann muss man die auch gleich Ja. behandeln. Und dann muss man den Leuten auch sagen: gut, ihr hattet die Chance, zu Hause zu sitzen und sich zu schützen. Oder da mit Maske hinzugehen. Wenn er das nicht macht, ist das seine eigene Verantwortung. Ja? Und das gilt dann aber für beide Veranstaltungen. Ne? Und ja, ich finde, unsere Leitlinien, das sagt es eigentlich sehr gut aus, dass wir sehen den Staat in der Verantwortung, etwas für die Bürger zu tun. Ja, denen die Freiheit auch zu garantieren. Genau. Ja, die Selbstverantwortung den Leuten zu überlassen. Und nicht, dass wir gegängelt werden. Und so bestes Beispiel ist ja wirklich diese Grenzwerte der EU. Ja, wir hatten vorhin ganz kurz mal angeschnitten, die Mobilität. Das sind doch, sag ich mal, Gängeleien. Ja, es ist nicht die freie Entscheidung, welche Antriebsart ich haben will. Es wird von der Politik gesetzt Vorgegeben. und das bis morgen Mittag, so nach dem Motto, ja. Und dann muss ich eine ganze Industrie umstellen. Die Bürger müssen sich da völlig neu ausrichten. Ihre Werte werden ja auch entwertet. Das Auto Wirklich, ist nicht mehr ja, so viel wert, ja. genau. Es ist ein übergriffiger Staat. Es Genau. ist ein Staat, der nicht meiner ist, weil er der Meinung ist, er muss die Bürger erziehen. Ja, er muss die Bürger zu einem bestimmten Verhalten erziehen. Das ist eigentlich eine Sache, die wir in einer freiheitlichen Demokratie eigentlich nicht zulassen können. Sie haben ja bestimmt in den letzten Wochen und Monaten erlebt, was ein Corona-Notstand auslösen kann. Einschränkung von Freiheitsrechten zum Beispiel. Die EU hat übrigens den Klimanotstand beschlossen. Können Sie sich annähernd vorstellen, was demnächst passiert, wenn der Klimanotstand ausgerufen wird und vielleicht das Autofahren verboten wird? Sehen Sie jetzt schon an Tankstellen, vielleicht nehmen Sie das gar nicht so wahr, warum die Preise steigen, weil wir CO2-Steuern zusätzlich bezahlen. Ich habe gerade gesehen, also ist nicht mal weit an 2 Euro, denn jetzt werden wir 2,50 € bezahlen. Und Das reicht ja alle, laut ne? Wolfgang Schäuble gar nicht. Ne, da brauchen wir ja, ne? Genau. Ja. Da sehen wir mal, wie breit die Facetten sind und wie sich Deutschland verändert hat. Und wer demnächst 4 Euro für seinen Sprit bezahlen möchte, wer demnächst noch mehr CO2-Steuern zahlen möchte, wer vielleicht kein Eigenheim mehr bauen möchte, all diese Leute dürfen weiterhin grün wählen.
Ich denke, alle anderen, die wieder mehr Freiheit haben wollen, die sollten, glaube ich, schlau sein und blau wählen. Ja. Thomas, was hast du denn noch Wolfsburg mitzuteilen? Ja, also meine Stadt Wolfsburg ist eine sehr lebenswürdige Stadt. Sie hat sehr viel Potenzial und ich lebe sehr gerne in Wolfsburg. Also wenn ich aus Großstädten, einmal wie Berlin jetzt oder Frankfurt nach Hause komme, dann bin ich immer froh, weil es ist doch noch eine Größe, sage ich mal, die gemütlich ist. Ja? Und gleichzeitig haben wir aber eigentlich alles, was so eine Großstadt auch schon ausmacht. Das ist noch entwickelbar. Und ich möchte einfach die Leute zu denken geben, dass man sowas aber auch in Gefahr bringen kann, wenn man den Bogen zu überspannt. Also wir hatten gerade das Thema, was bei uns im Stadtrat ja jetzt auch aktuell ist, mit dem Bauen. Ja, also dass du Solarpaneele haben musst oder ein kleines Windrad auf der Garage, dass du eine Ladebox anbauen musst. Das sind ja alles Sachen, die das Bauen unheimlich verteuern. Ja? Und man vergisst dabei, dass viele Familien gar nicht das Geld haben. Die brauchen auch kein Haus, die brauchen eine Drei-Zimmer-Wohnung, die bezahlbar ist. Ja. Man baut zwar viel, aber am Bedarf vorbei. Ja, und viele Leute, die jetzt, sage ich mal, auch gerade die SPD in Wolfsburg gelobt haben, dass sie so viel für die Bürger macht, die vergessen, dass man das auch irgendwann wieder bezahlen muss. Also irgendeiner macht die Kasse voll. Wenn es einen kostenlosen ÖPNV gibt, ist das eine tolle Sache für alle, die den ÖPNV nutzen zumindest. Die anderen zahlen ihn, nutzen aber gar nicht. Aber letztendlich ist der nicht kostenlos, sondern er muss über Steuermittel finanziert werden. Da muss ich einfach an die Wolfsburger mal appellieren, mal auch mal zu hinterfragen, wer zahlt das dann eigentlich? Denn am Ende ist es der Steuerzahler, der diesen Deckel präsentiert bekommt und irgendwann wird das mal bezahlt werden müssen. Und viele Sachen, die jetzt auf Kredit geschrieben werden, werden unseren Kindern wieder präsentiert. Da kommt dann der nächste Deckel auf, ne, den man begleichen muss. Das ist den Bürgern in Wolfsburg, glaube ich, noch gar nicht so bewusst, dass es wirklich spitz auf Knopf steht, die Handlungsfähigkeit dieser Stadt und auch die Entwicklungsmöglichkeiten zu bewahren. Ich habe das vorhin kurz angesprochen, die vielen Herausforderungen, die wir haben. Das kostet alles Geld. Die Digitalisierung kostet Geld. Die Sanierung der Sporthallen kostet Geld. Und dann kommen immer so Forderungen, ja, wir brauchen noch mehr Jugendorte. Ja, Jugendorte sind toll, aber müssen auch von jemandem bezahlt werden. Ja? Also die Leute müssen einfach auch mal hinter die Fassade gucken und dann wird man feststellen, dass die SPD 2011 den Bürgermeister erstmals gestellt hat und hatte 500 Millionen Euro plus an Rücklagen in der Wolfsburg Beteiligungsgesellschaft. Mittlerweile liegt Wolfsburg bei 730 Millionen Miese. Also in 10 Jahren hat man 1,2 Milliarden Versenkt. versenkt. Und ich suche das immer. Ich suche, also wir haben keine neuen Brücken gekriegt, wir haben keine Umgehungsstraße an der 290 bekommen. Die B188 ist nicht ausgebaut. Wir haben im Prinzip, ja gut, wir haben Pheno bekommen und ein Glasdach in der Poststraße. Aber wo ist das Geld Wir geblieben? haben Und ja, viele Häfen, den sicheren Hafen gemacht. Wir machen viele genau, politische genau, Projekte, die genau. gerade den linken Mainstream Oft ist belügen. es Zeichen setzen, Genau, ne? Zeichen Und setzen, naja, genau. und ich habe das in den 5 Jahren wirklich erlebt. Und da möchte ich, das ist der letzte Appell an meine Wolfsburger, gucken Sie doch bitte mal die Ratssitzung online. Wir werden alle Ratssitzungen streamen. Da werden wir uns auch vereinsetzen, dass das auch so bleibt, damit die Leute mitkriegen, was passiert. Weil in den Medien wird es ja leider nicht so rübergebracht. Und gucken Sie sich mal aufmerksam die Ratssitzung durch. Sie werden in fast jeder Ratssitzung ein oder zwei Vorlagen finden, wo dann eine halbe Million, eine Million für Projekte ausgeben, die ja gut sind für die Bürger, aber die letztendlich gar nicht finanziell gedeckt sind. Also, und ich habe das die 5 Jahre beobachtet. Und wenn man das mal zusammenrechnet, ja, über die Monate und über die vielen Vorlagen, wo dann immer mal wieder Geld, hier eine Million, dann eine halbe Million, dann verstehen Sie auch, wo dieses Geld geblieben ist. Und dass man sich bisher gut gefühlt hat unter der SPD, weil das alles noch irgendwie auf Kredit ging. Aber in Zukunft wird das nicht mehr laufen. Gucken Sie sich die Ratssitzung an, hinterfragen Sie das mal, wer zahlt eigentlich diese Maßnahme? Und dann fragen Sie doch mal nach, Leute, wie habt ihr das denn gegengerechnet von der SPD oder CDU? Und ich glaube, da werden die ganz schön ins Schwimmen kommen. Was du gesagt hast, ist ein ganz spannender Punkt. Ich bewundere das ja auch immer im Deutschen Bundestag, so wie auch in der Regionsversammlung, wenn Politiker sagen, wir zahlen. Ja. Also als erstes mal ist ja der Politiker nichts anderes als der Vertreter der Wählerinnen und Wähler in diesem Land. Er ist ein Vertreter und Politik zahlt gar nichts, ja, sondern die Menschen, die Steuerzahler, zahlen die Politik oder zahlen zumindest das Geld, was an Politik
verantwortungsvoll verteilen sollte. So, jetzt ist das Rentensystem ist vor die Wand gefahren, es geht ja hier gar nichts. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja alles ziemlich kaputt. Ja. Weil nämlich die Politiker eben nicht verantwortungsvoll mit dem Geld der Steuerzahler umgehen. Ja. Und es gibt ja diesen Steuertag, ne, Staatsfinanzierungstag, wo man sagt, wie weit muss denn ein Mensch in Deutschland arbeiten, bis er eigentlich sein eigenes Portemonnaie verdient? Und eigentlich müsste doch jeder Deutsche sagen, wie soll ich mir Freiheit leisten können, wenn ich nur noch puckeln muss, wie ein Blöder. Gerade in einem Sozialstaat, wo sich oft ja das Nichtarbeiten mehr lohnt als das Arbeiten. Ja. Also an alle Menschen da draußen, Sie sind der Staat. Das Volk ist der Souverän dieses Staates. Und Sie können durch Ihre Wahlentscheidung auch entscheiden, was Sie zukünftig zahlen wollen und was nicht. Die AfD setzt ja zum Beispiel gegen die GEZ ein, ne? Zum Beispiel sofort Geld in der Tasche. Abschaffung des Solis sofort. Sofort Geld in der Tasche. CO2-Steuer weg. Dann Energiewende wieder auf einen vernünftigen Sockel machen. In den letzten 10 Jahren hat sich ja praktisch der Strompreis verdoppelt. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also wir erlauben uns für diesen politischen Quatsch so viel. Aber die Menschen reagieren nicht. Ne? Die Menschen sitzen da und sagen, eigentlich könnte doch schlecht kommen. Im Gespräch auf Infoständen und so, da haben die Leute das Bewusstsein schon dafür. Mhm. Aber in der Öffentlichkeit treten halt andere hervor. Also wir hatten ein Beispiel, in einer Ratssitzung waren Fridays for Future Vertreter vor Ort. Wir haben dann den Politikern mehr oder weniger den Kopf waschen wollen. Es ging aber nicht, weil die Politiker aller Parteien schon sich praktisch niedergekniet und Besserung gelobt haben. Ja? Also sie haben quasi schon Fridays for Future den Wind aus den Segeln genommen, die gesagt haben, ja, wir machen das alles, wir wollen das alles auch. Wir waren die Einzigen, die dann auch mal ein bisschen dagegen gesprochen haben, weil wir gesagt haben, liebe junge Leute auf der Tribüne, ihr werdet das alles bezahlen müssen. Ne? Also es ist schön, so eine Forderung zu stellen, aber wenn ihr mal in das Berufsleben startet, werdet ihr sehen, wie viel Steuern und Abgaben euch eigentlich weggenommen werden, wie wenig euch eigentlich von eurer eigenen Arbeit bleiben wird. Da kamen dann so Kommentare wie, das bezahlen wir gerne. Ne? Das kann aber nur einer sagen, der noch nicht so Steuern gezahlt hat. Denn allen anderen ist bewusst, wie knapp das in der Kasse eigentlich ist, in so einer Haushaltskasse von einer Familie. Ne? Und das ist einfach auch die Hoffnung, dass diese Leute, die sich da jetzt so in Forderung stellen, die auch die Bühne kriegen, ja, und die auch gehört werden, dass die vielleicht auch mal wieder auf ein Level kommen und das verstehen, dass es nichts umsonst gibt, dass alles immer praktisch gegenfinanziert werden muss. Und da hast du völlig recht, das zahlt der Bürger und nicht der Staat. Wir hatten ein weiteres Beispiel im Kulturausschuss. Da wurde der Kulturentwicklungsplan angepasst und da wurde natürlich eingeschrieben, wir wollen die Multikultur, wir wollen die Kultur der Kulturen, wir sind eine vielfältige Kultur und. Da steckt aber natürlich dahinter, dass man in Zukunft wahllos alles fördert. Er hat aber nur begrenzte Gelder. Ne? Der Kulturhaushalt in Wolfsburg ist schon gut ausgestattet, aber wenn ich jetzt alles fördere und mich überhaupt nicht fokussiere auf einzelne Sachen, dann ist das Geld natürlich wieder schnell verpufft. Und da haben wir gesagt, der Kulturausschuss der Stadt Wolfsburg müsste eigentlich die Frage beantworten, was möchte ich denn fördern mit staatlichen Geldern? Nimmt das Geld ein und verteilt es? Und da muss er auch die Frage beantworten, was ist denn so der Kern, den ich an die nächste Generation weitergeben möchte? Was macht regional Wolfsburg, Fallersleben, Vosfelde aus? Und was sind dann die förderwürdigen Projekte? Kultur kann stattfinden, wie die wollen. Die Menschen können natürlich ihre Kultur leben, aber was soll der Staat fördern? Und das muss ein Ausschuss auch beantworten. Darum haben sich die anderen Fraktionen gedrückt. Und deswegen wird dann überhaupt nicht zielgerichtet gefördert. Praktisch jeder, der da schreit und der da jetzt irgendwie eine tolle Idee hat, kriegt dann Fördergelder, wenn das vernünftig argumentiert. Ne? Das kann aber nicht sein, weil die Kassen eben leer sind. Und da muss man sich auch auf die Sachen, die man fördern möchte, die vom Staat Gelder bekommen wollen, muss man sich einfach konzentrieren und dann auch mal die Frage beantworten, was macht denn eigentlich unsere regionale kulturelle Eigenart aus und was möchte ich davon fördern, damit es für die Zukunft bewahrt ist. Richtig. Ja? Aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt, das wird bei euch in Wolfsburg, glaube ich, ähnlich sein wie in Hannover. Integration ist gescheitert. Warum? Weil es praktisch keine Leitkultur gibt. Also eben, was soll ich mich denn integrieren? Und wenn Deutschland bereitwillig sich selber abschafft, fragt natürlich jeder, der ist, in was soll ich mich denn integrieren? Ja, ganz genau. Und deswegen hast du ja genau, dass jede Gruppe für sich eine eigene Kultur schafft, aber eben nicht mehr das, was es zu erhalten gilt. Ich glaube, für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist die Behaltung der deutschen Kultur, der deutschen Werte enorm wichtig, weil ohne das sind wir austauschbar. Ja. Ich bin ja seit 2018 Vorsitzender vom Ausschuss Integration und Migration. Und
Da hatte den auch vorher schon immer sehr aktiv begleitet. Also ich war da immer schon mit bei den Sitzungen, habe das sehr aufmerksam verfolgt und habe dann die Sitzungsleitung übernommen 2018. Und ich will das so nicht so pauschal sagen, dass die Integration in Deutschland gescheitert ist. Es gab eine Integration, die ist ganz gut gelaufen. Leute, gerade in Wolfsburg haben wir italienischen Background, sage ich mal, viele italienische Mitbürger sind gekommen, haben hier mitgearbeitet, haben Wolfsburg wirklich auch mit erblühen lassen. Ja, das ist aber auch ein Kulturraum, der uns sehr nahe kommt, der uns auch wirklich sehr bereichert hat und der auch verhältnismäßig leicht war zu integrieren, weil auch Arbeit da war. Es war einfach die Wirtschaftsboomzeit schlechthin und die Kassen waren noch voll. Dagegen haben wir jetzt eine neuere Migration und das ist der Punkt. Da versagt der Staat, da versagt auch die Stadt Wolfsburg, weil man es nicht steuert, weil man auch keine klaren Ansagen macht. Ich sehe es ganz genauso wie du, dass man den Leuten auch ansagen muss, das ist das Ziel der Integration und das kann nur die Integration in die Mehrheitsgesellschaft sein. Das kann keine Parallelgesellschaft sein. Weil es nicht funktioniert. Und diese klare Ansage und diese Forderungen auch, die fehlen aber. Man versucht an allen möglichen Ecken zu helfen. Das erkenne ich auch an. Die Stadt Wolfsburg nimmt viel Geld in die Hand, hat da gute Leute, machen viel Aufwand. Aber wenn der grundsätzliche Konsens eben nicht da ist, wohin man sich integrieren soll, sondern man sagt eben, es ist alles irgendwie förderungswürdig und wir sind halt vielfältig, ne? Dann ist den Leuten auch nicht klar, was wird denn von ihnen verlangt. Ja, und dann kann man noch so viel Anstrengung unternehmen, es fruchtet bei manchen dann halt nicht. Und dann hat man halt auch immer einen gewissen Prozentsatz, die Probleme bereiten. Und das sprechen wir an, wird aber leider von den anderen Fraktionen immer noch verneint. Also Genau. als ob es das nicht geben würde. Hinter den Kulissen kann man dann mal sprechen, dann heißt es plötzlich, ja, dass manche Leute für 31 Leute bürgen konnten, ist jetzt irgendwie suboptimal gelaufen, ne? Oder dass manche Leute, sag mal, wirklich in den Irak, Iran, in Syrien ausgewandert sind, um da in Kriegen zu kämpfen. Und dann kommen die wieder her und müssen beobachtet werden. Ist auch nicht ganz so toll. Aber das haben wir schon im Griff. Also es wird immer runtergespielt. Man traut sich nicht, sich diesem Problem zu stellen. Genau. Sobald man das im Ausschuss mal anspricht, ja, das ist wirklich irgendwie so eine Abwehrreaktion. Ja? Man will das nicht diskutieren. Man will das völlig ins Abseitige schieben. Aber man hilft damit kein Stück weiter. Und der Witz ist, dass wenn ich mit italienischen Mitbürgern, also mit italienischstämmigen Mitbürgern spreche, dann sehen die das oft so wie wir. Die sagen nämlich auch, ey, wir haben hier 40 Jahre gearbeitet, wir haben hier Rente eingezahlt, wir haben das hier mit aufgebaut und jetzt verschenkt ihr das alles, Klar. ohne irgendwie eine Anlage zu machen. Die verstehen das auch oft nicht. Ja, und wir haben auch ganz viele Spätaussiedler bei uns in Westerhagen, ist ein Stadtteil, der sehr von auch Aussiedlern Russlanddeutsche. aus dem Russland, russischen Raum geprägt wird. Die sagen uns das ähnlich. Und die sagen auch, es muss was Passiert, genau. passieren. Ja? Und ja, wenn man die dann nicht hört, und die haben ja nun selber Migrationserfahrung, die wissen, wie es ist, in Deutschland anzukommen und sich hier einzubringen. Ja, auf wen will man dann hören? Ja? Dann bleiben einem nur noch diese grünen Wunschvorstellungen, und anders kann ich das nicht nennen. Und dann landet man irgendwo bei dieser Lebenslüge, wir sind vielfältig und wir haben eine Multikultur, ne? Und blendet dann diese Parallelgesellschaft total aus. Also es gibt ja immer diese Antirassismus-Demos und dann hast du immer Personengruppen hier stehen Genau. oder muslimische Demonstrationen gegen Israel zum Beispiel, wie auch immer, Ja. oder islamistische Demonstrationen. Ich habe persönlich noch nie Spanier demonstrieren sehen, Italiener, genau weil sie ein Teil unserer Gesellschaft sind und sich integriert haben. Und ich habe auch noch nie Asiaten hier gesehen, ich habe noch nie Chinesen, Düsseldorfer, Japaner gesehen, die sagen, wir demonstrieren für was. Die sind Teil unserer Ja. Gesellschaft. Und aber oft denke ich, dass das auch genutzt wird und politisch instrumentalisiert, in welche Richtung immer. Thomas, ich bedanke mich für das Gespräch. Bitte Und schön. ich frage Sie mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Sie sich vielleicht ertappt, dass Sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht immer genickt haben und vielleicht gesagt haben, was der Herr Schlick da sagt, ist richtig? Damit Thomas für Wolfsburg eine gute Politik machen kann, brauchen Sie nur eins: Mut. Mut für eine politische Veränderung in Wolfsburg. Weil wenn alles nicht ganz richtig ist, kann man es doch nicht weiter so lassen. Dann braucht es eine Veränderung. Trauen Sie diese Veränderung diesen Altparteien zu? Wir schon lange nicht mehr. Deswegen haben Sie am 12.09. die Wahl mit dem richtigen Kreuz an der richtigen Stelle, Thomas Schlick, als Ihren Oberbürgermeister zu wählen. Und da müssen Sie noch ein bisschen durchhalten,
bis zum 26.09., um dann das richtige Kreuz bei der Bundestagswahl zu machen, Genau. damit sich Deutschland wieder zum Guten verändert, hin zu mehr Freiheit, hin zu mehr Stimme für das Volk im Parlament. Deswegen vertrauen Sie uns, vertrauen Sie Thomas am 12.09. und am 26.09. wählen Sie schlau, wählen Sie blau, wählen Sie AfD und zum Abschluss vielleicht nochmal Thomas mit einem Grußwort oder einem Abschlussgruß. Ein Abschlussgruß. Ja, ich wollte vielleicht zum Abschluss noch kurz sagen, kommen Sie ruhig zu uns. Haben Sie keine Angst, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir haben eine Fraktionsgeschäftsstelle, wenn es um die Ratsarbeit geht. Ja, da kann man Termine buchen, da kann man auch mal einen Kaffee trinken, diskutieren. Sie können mir auch über meine private Homepage schreiben, da ist so Kontaktfunktion. Also wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie ruhig zu uns, wir beißen nicht. Und Sie werden sehen, dass bei uns auch ganz vielfältige Menschen dabei sind, also aus allen möglichen Schichten, sozialen Schichten und Herkünften. Und wir sehr offen sind für neue Leute und wir immer wieder suchen, dass neue Leute in die Politik kommen, um unser Land nach vorne zu bringen. Also kontaktieren Sie mich sehr gerne, wenn Sie möchten. Danke.